Du hattest recht. Du kannst mit dem Ding besser schießen als ich. Ich hab voll verkackt. Hilf mir mal. Nicht zu weit, nicht zu weit! Ich will zwar nicht meckern, aber... Ja gut, du hast jetzt keine Wahl, ne? Alles in Ordnung. Du musst dir um mich keine Sorgen machen. Okay. Folge mir. Und pass auf. Au. Hey Kleine, alles klar? Ist okay. Mehr Blicker. Verschwinde da! Der wäre tot. Nicht so viel Glück. Klicker reagieren. Genau, die Klicker sind die, die nicht sehen können, weil deren Pilz halt schon den Kopf bedeckt hat, sozusagen.
Und die Infizierten sind halt die Zombies. Ich hätte vielleicht ein Medikit machen sollen, ich Vollidiot. Eben irgendwas Rotes, was ich einsammeln konnte. Ich komme da nur hin. Ich dachte, ich müsste da weiter. Alles klar? Oh, da bist du ja. Komm schon. Not bad. Keine Ahnung, wo der jetzt hergekommen ist. Also nicht der, sondern der Klicker. Das war knapp. Wir müssen da hoch. Da. Mit der Leiter sollte es gehen. Ja, ich weiß. So, lass mich mal überlegen, wie ich da ein bisschen hochkomme. Hier, komm her, hilf mir rauf. Okay, fertig? Dann los. Klicker sind aber auch. Und halte nach ihnen Ausschau. Schon klar. Hat natürlich keiner gehört, ne? Das Interessante ist halt auch, oder das Ekelhafte an Klicker, reagieren auf Laute, aber... kannst halt auch nicht mit einem Nahkampf halt angreifen oder so. Die muss halt wirklich. Das war klar. Was ist da oben los? Alles okay? Ja, alles okay. Nicht so geil, nicht so geil. Aber wenn es nicht so viele sind, sollte es eigentlich gehen. Das bedeutet, wenn die mir zu nahe kommen, zack. Und dann zack. Ich habe aber keine Munition. Ich weiß nicht, wo das ganze Zeug hin ist, was wir... Ja, nee, will ich nicht. Ich will brutzeln. Ich will was bauen. Habe ich das Zeug nicht mehr? Joel hatte so viel und Jelle hat gefühlt gar nichts. Okay. Bitteschön. Los. Gut, Achtung. Das Ding hätte mich normalerweise aufschlitzen müssen, wenn ich's. Na komm. Ja. Auf Ellie. Ja, wie findet ihr das eigentlich, dass wir jetzt mal Ellie spielen? Also ich wusste es nicht, wie gesagt, ich spiele es zum ersten Mal. Wir müssen hier irgendwie raus. Was du nicht sagst. Pass auf, was du sagst. Ja, so freundlich wie... Okay, alter Mann. Joel. Okay, ich höre halt nichts, ne?
Das sind keine Schmerzen, das ist Leidenschaft. Mann! Sieht aus, als hätte schon jemand gegen sie verloren. Oh Gott. Wir haben diese Jungs gesucht. Egal. Nimm die Ausrüstung. Ich suche nach einem Ausgang. Wie, die Lumpen sind voll. Schau dich an nützlichen Sachen um. Siehst du was? Das ist deine Sache. Die hier bloß gemacht. Was machen wir jetzt? Die alte Stadt. Haben wir eine andere Wahl? Sterben. Gut. Bereit machen. Ach, die machen da nur eine Bumsorgie. Eigentlich nachladen, aber. Hörst du das? Sie sind auf dem Dach! Ich weiß! Volle Kanne in die Fresse. Ah, stimmt, das waren die! Ach, komm schon. Die Blutbahn im Gesicht, ne? Die sind ja richtig eklig. Oh, ist das mies. Bereit machen. Ich werde da so verkacken, Leute. Komm schon! Man muss es übertreiben! Bereit machen! Das Spiel ist so ein Schleichding und nicht so ein. Das schaffen die nicht. Dafür ist es leider nicht ausgelegt. Ich weiß.
viele von ihnen gibt es denn? Keine Ahnung. Bleib einfach dran. Nur gucken, ob die noch was verloren haben. Wir müssen durchhalten, hat er gesagt. Ein Bloater! Ein was? Einer von den großen Scheißkerlen! Ich überprüfe die Brücke. Hör mal. Keine Infizierten. Keine Infizierten. Was habe ich gesagt? Na gut. Lass uns zurückgehen und nach unserem Vieh schauen. Interesting. Du hast dich ziemlich gut geschlagen, Kleine. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Wir hatten Glück. Glück? Nein, nein, nein. Das war nicht nur Glück. Ein bisschen Glück. Nein, weißt du, Kleine, ich glaube, nichts passiert ohne einen Grund. Klar. Im Ernst. Und ich beweise es dir. Also, dieser Winter war besonders hart für uns. Vor ein paar Wochen, da habe ich Männer losgeschickt in die Nähe der Stadt, um Nahrung zu suchen. Nur ein paar kamen zurück. Sie sagten, die anderen wurden ermordet von einem verrückten Mann. Und jetzt kommt's. Der verrückte Mann hatte ein Mädchen dabei. Siehst du? Alles, was passiert, hat seinen Grund. Hey, bleib ganz ruhig. Du hast keine Schuld. Du bist nur ein Kind. James, runter mit der Waffe. Vergiss es, David. Ich lasse sie auf keinen Fall gehen. Mit der Waffe. Jetzt gib ihr die Medizin. Den anderen wird das nicht gefallen. Lass das mal mein Problem sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Du schaffst das nicht alleine. Ich kann dich beschützen. Nein, danke. Der war mir gerade positiv gesonnen. Wenigstens haben wir noch unser Pferd und das Häschen. Los, weg hier! Ja gut, zum Nahrungsmittel beschaffen würde ich jetzt auch nicht unbedingt in die Stadt gehen, weil da kann es ja auch nicht mehr viel geben. Städte ist das Erste, was geplündert wird, weil die Menschen zu faul sind, sich selbst das Zeug zu jagen. Dementsprechend würde ich eher sagen, nimm das Zeug aus der Stadt, solange bis du hin und her kommst. Deswegen ist es mit, wie lange,
so lange wie du halt durchkommst. Und deswegen ist mit Pfeil und Bogen eigentlich in meinen Augen das Beste, weil Pfeile kannst du dir immer selbst machen. Kugeln sind irgendwann leer. Joel? Oh. Ich habe nicht viel zu essen gefunden. Aber ich habe das hier. Weil wenn du einen guten... Vor allem sollte man nicht nur in einen guten Bogen investieren, sondern auch in einen guten Pfeil. Weil den kannst du halt immer wieder verwenden. Man sollte halt nur aufpassen, wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie hier hat, wie Infizierte und so, sollte man halt aufpassen, dass man infizierte Pfeile nicht, also Pfeile für Infizierte macht und welche für Essen sozusagen. Weil ich würde jetzt einen Pfeil, den ich aus einem Infizierten recycelt habe, nicht für mein Abendessen benutzen. Die sind uns gefolgt. Oh, Scheiße. Sie sind hier. Ich werde versuchen, sie von hier wegzulocken. Ich bin bald zurück. Komm schon! Wir werden bestimmt Joel finden. Ja, das Pferd werde ich verlieren. Nehme ich an. Kein Gold gegen's Pferdchen! Die Pisser! Au! Wir müssen dem Pferd jetzt den Bauch aufschneiden und uns im Inneren verstecken. Boah, das wäre so widerlich. Oh Mann! Nein! Boah, Scheiße! Fuck! Okay. Da drüben! Beim Pferd! Och nee. Komm schon. Ja, das... Au! Nur so angefangen. Arschloch. Au! Du Ratte. Wo ist diese Flachzange? Ich hoffe, die Juna ist AFK. Hat das eben mit dem Pferdchen nicht gesehen.
Dann wenigstens haben wir von diesem David noch ein Gewehr bekommen. Ich dachte wirklich, das wäre okay. Wenn die jetzt gesagt hätten, komm drauf, geschissen, wir tun uns lieber zusammen. Es gibt ja immerhin schließlich genug Probleme. Kann ich ihn nicht hören? Suchen wir das Haus. Jungs, check diese Hütte. Gefällt mir gar nicht. Komm raus, du Feigling. Gleich hier! Mist! Lass mal überlegen. Ganz kurz. Ein Mädchen mit ihrem Begleiter tötet unsere halbe Truppe. Sie hat sich jetzt in ein Haus verschanzt und wir wollen sie jetzt killen. Was bedeutet, dass mehr von uns sterben werden? Anstelle ein Friedensangebot zu machen und zu merken, yo, sind sowieso schon genug tot. Nein. Hauptsache mehr. So, der hat jetzt schon wieder 10 Leute verloren. Jetzt hat die Kleine sogar eine Schrotflinte. Ja gut, Sprengstoff haben sie ja nicht. Und so ein Riesenfeuer ist halt in der Apokalypse auch ein bisschen schwierig, wenn alles noch in irgendeiner Weise als Unterschlupf und oder Brennholzmaterial dienen kann. Also, da würde ich jetzt auch nicht unbedingt einfach jedes alles weghauen. Das ist ja... Die leben schon so ein paar Tage in diesem Zustand und dementsprechend sollten auch für amerikanische Verhältnisse solche Vorräte schon knapp sein. Sind wir ehrlich. Also das finde ich immer noch nachvollziehbarer und realistischer als Resident Evil 4. Wo es dann heißt, ja, ein Dorf voller Verrückte. Wir müssen die Tochter des Präsidenten retten und schicken einen Agenten los und einen Hubschrauber. Und schicken dann, wir haben die Präsidententochter gerettet. Wir schicken dann, was weiß ich, wen, einen zweiten Helikopter, weil er wegen Regen nicht durchkommt. Anstelle zu sagen, okay, hier, Präsident von, was weiß ich, Spanien, hier ist irgendwas komisch, unsere Prinzessin wurde entführt, hier meine Tochter wurde entführt, die Tochter des Präsidenten. Wir kommen mal kurz mit einer Armee dahin.